Mensch, da kann ich mit tot essen, sagt man. Für einmal ist kann ich das sagen. Für so einen tollen Grillabend mit Freunden braucht man auch ein richtig leckeres Brot. Und dafür machen wir uns heute mal ein Zupfbrot. Und das ist einmalig, kann ich euch sagen, in allen möglichen Variationen möglich. Ich mache heute die klassische Knoblauchversion, weil ich liebe Knoblauch. Ihr könnt natürlich auch Kräuter, Oliven, Tomaten, alles Mögliche verwenden. Und dafür tun wir uns erstmal ein bisschen Wasser auflösen. Nein, warm machen, die Tanne ist doch der Kracher. Das Wasser auflösen. Kann man so blöd sein? Ein guter Hefeteig braucht ein warmes Wasser, damit sich der Hefe auch wohlfühlt. Ne? Und die bröseln wir jetzt mal da rein. Schön umrühren und gleich mit der Hand, ne? Weil da kann man auch gleich testen, ob das Wasser handwarm ist und bleibt. Ein bisschen Honig dazu. Ein wenig Olivenöl. Und dann alles schön verrühren und dafür nehme ich immer gern so Holzstäbchen von The Sushi. Ich liebe ja auch Sushi, ne? Wie ist denn bei euch eigentlich? Liebt ihr auch Sushi? Müsst ihr eigentlich auch mal selber machen. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Habt ihr mal Lust auf so ein Rezept? Mehl habe ich schon in der Schüssel, da kommt jetzt ein bisschen Salz rein. Und unter Rühre geben wir dann unser Gemisch dazu. Einmalig hier durch. Und gucke mal, fertig ist der Teig, ne? Der zieht sich dann so richtig schön runter vom Horge, ne? Einmalig hier kann ich das sagen. Das wird ein lecker Zupfbrot, ne? Der zupft sich jetzt schon. Und so lassen wir jetzt mal 3/4 Stunde abgedeckt gehen. Knoblauchbutter brauchen wir auch noch. Und drum habe ich hier schon mal eine Weiche drin. 2 Knoblauchzehen und die drücken wir unser Mal dann ein. Bisschen Salz dazu, geschwind umrühren und schon ist es fertig, ne? Einmalig, das geht so schnell. Und wie gesagt, das könnt ihr auch machen mit Kräuter, könnt ihr frische Kräuter reinhacken oder ein paar Oliven reingeben, Tomaten geht auch. Och Mensch, das riecht so gut. Knoblauchbutter ist schon was Feines, ne? In unsere tolle Kugelhupfform kommt heute mal kein Kuchen rein, nix Süßes, sondern ein lecker Zupfbrot mit Knoblauch. Und ich sag euch, da fliegt euch der Hut weg, wenn ihr das abzupft und zum Grillen dazu serviert. Mensch, das ist schon was Feines. Ich lieb das ja. Und jetzt guckt mal, wie der Teig aufgeploppt ist. Hier ist der nicht einmalig, kann ich das sagen. So richtig schön fluffig. Jetzt nehme ich mir dann immer so ungefähr zwischen 120 und 130 Gramm Teig, ne? 134 lassen wir auch nur durchgehen, ne? Und dann mache ich mir das so ein bisschen platt, dass ich dann Platz habe für so ein Löffelchen Kräuterbutter in die Mitte rein. Dann klappt man das Ganze wieder zu, das füllen wir praktisch wie so ein Glöß, ne? Kennt ihr ja auch, wenn man dann die Semmelbrösel da rein verstecke, ne? Dann klebt das wieder schön alles zu, dann noch ein bisschen Olivenöl oben drauf, dass die dann später nicht sandbappe. Nochmal so Rolle, dann ist er schön glitschig und dann geht's ab in die Form. Und jetzt nochmal 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Jetzt muss ich erstmal gucken, weil im letzten Video, wo so viel schief gegangen ist, da hatte ich so ein weißes Bubbel da an der Lippe. Kein Mensch hat mir was gesagt, Mensch. Alles muss man selber machen. Jetzt schauen wir mal schnell hier in den Topf. Gucke mal. Ist ordentlich aufgeploppt. Einmalig hier kann ich das sagen. Und jetzt habe ich noch ein Eigelb. Da gebe ich noch eine Milch rein. Umrühre. Und damit streichen wir es jetzt noch schön ein. Noch ein bisschen grobes Salz oben drüber. Und den Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 160 Grad Umluft. Mensch, da kann ich mit tot essen, sagt man. Einmalig kann ich das sagen. Guck mal hier, wie fluffig. Echter Hammer. Also macht es unbedingt nach. Ciao, macht's gut.